Hey Leute, ja, ich wollte mich nochmal mit Raids und Raiding allgemein befassen und mache heute mal einen kleinen Verteidigungsguide. Wir schauen uns dazu einfach mal die Angriffe von den letzten 10 Stunden an, wo ich so geradet wurde. Und ja, wir fangen immer an 31% und erklären ein bisschen, was die Leute gut und was sie schlecht gemacht haben. Ja, Pfeilregen auf die Greifen relativ ineffektiv. Gibt bessere Spells, die zu benutzen sind. Die Hauptspells sind natürlich der Heilungsspell, der Schutzengelspell, die am wichtigsten sind. Dann kommt der Ares-Buff. Und jetzt sehen wir, ne, wir haben hier die Lane down geradet, kommen hier zur Mitte, da sind die Bomben, dann fängt Bluestacks immer an zu ruckeln. Und wir sehen, wir jetzt hier die fünf Türme, schön besetzt mit Garnison und die fünf Helden, den kompletten Raid weghauen. Ja, wir sehen, wir haben keinen Held verloren. 22 Greifen, nicht wichtig. Gut, wir haben ein paar Ressourcen verballert, die auf dieser Seite standen. Ja, unser Gegner wurde komplett besiegt hier, Level 101. Also seine Helden um die 100 rum. Legendary Lineup mit Kürbis, also auch kein Free-to-Play-Player wahrscheinlich. Ja, der Einsatz der Pfeile meiner Meinung nach nicht sinnvoll. So, da ich es gerade schon angesprochen habe, machen wir einen kurzen Blick hier zur Relikthalle. Meine Magie. Hier sanieren, maximal das Level ausbauen, kostet 6000. Wichtigster Spell eben die Heilung. Dann auf jeden Fall Schutzengel benutzen. Das Schild unerlässlich als Death-Variante. Als weiteren Angriffsspell Ares Koller. Den Rest würde ich auch von abraten auszubauen. Selbst die Skills habe ich noch nicht ausgebaut, einfach vorhin den Einsatzkosten wegen den Steigern und wegen dem sehr hohen Machtkosten. Man kann jetzt natürlich im Hinblick auf das nächste Update überlegen, hier, wenn man seine Macht steigern möchte, ist unnötige Skills auszubauen. Ich habe erstmal darauf verzichten. Und als letzten Super Skill hier der Schneesturm, der eben die Base des Gegners, also Türme und Helden, einfrieren kann. Kostet 90.000 pro Einsatz, aber zum späteren Raiden macht es Spaß, den zu benutzen, blockiert eben die komplette Base des Gegners. Ja, gleich geht's weiter. So, haben wir noch ein bisschen Musik im Hintergrund angemacht. Muss aufpassen, was für Lieder man da spielt. So, aber kommen wir zurück zu den Angriffen, die wir uns hier angucken. Mal gucken wir uns mal 11% an. Spulen wir ein bisschen vor. Oh, na, da will hier direkt zur Base hin. Setzt unten das Schild, aber komischerweise fängt er mit den Greifen an, die dann ein Schild bekommen. Hätte er denn wohl eher meine Helden gesetzt, damit die hier geschildert reinlaufen. Ja, war allerdings sogar recht erfolgreich der Angriff. Hab alle meine Helden verloren, aber ihr habt hier gerade die Power von den Türmen gesehen. Alles downgehauen, 11%. Spade war falsch platziert, hat ihm also nicht viel gebracht. So, oh ja, hier 43%. Schauen wir mal in den rein, was uns hier erwartet. Ja. Oh, gut. Der setzt hier erstmal nur den Donnergott, den Helden und den SM. Ja, warum ist es sinnvoll, so vorzugehen? Boah, fangen wir mal lieber hier mit 1 an. Wir wollen uns das ein bisschen genauer angucken. Ihr seht hier schön, er kommt relativ langsam voran. Dafür pocken die Helden natürlich öfter, ne? Umso mehr Helden und Truppen mir einsetzen, umso schneller rennt er durch. Ist ganz gut, aber bei der Base möchte der Spieler erreichen, dass der Proc von dem SM und vom Donnergott hier die Mitte cleart. Seht ihr auch, funktioniert ganz gut. Der Donnergott prockt hier ständig rein. Gehört natürlich ein bisschen Glück zu. Der SM schießt ständig seine Bälle über die Map. Und wir haben ja schon fast alle Helden verloren, bevor er überhaupt da ist. Ja gut, er wollte jetzt aber nicht das Risiko eingehen, seine Helden dort in der Mitte zu verlieren. Aber ist eine gute Variante, um hier schon mal einen Großteil aufzuräumen. So, dann gucken wir uns mal diesen Kampf an, was uns hier erwartet. Ja, hier sehen wir wieder einen Spieler, droppt alles auf dieser Außenlane, benutzt hier den Spell, der seine Truppen verstärkt, hat gleich alle Truppen geprockt. Wie gesagt, der Kampf eben war sehr gut mit dem Donnergott, SM und Druide, hier die eine Lane abzulaufen und dem zu warten, dass der Großteil von mir downgehaut ist. Wir sehen hier, der SM und der Donnergott procken deutlich seltener als natürlich dieses Dreiergespann letzte Runde. Und wir werden aber auch gleich wieder sehen, jetzt kommen alle Truppen hier zur Mitte und gucken wir mal, was davon so übrig bleibt. Also wir haben ja die fünf Türme voll besetzt mit den Garnisonen. Unsere fünf Helden, die hier konzentriert in der Mitte warten. Ja, und er setzt jetzt hier auch wieder seine Spells ein.
Dadurch, dass natürlich hier aber die ganzen Truppen mit den Helden kommen, er hat ja gerade den Schutz-Spell eingesetzt, haben jetzt die ganzen Zentauren den Spell abgekriegt, seine Helden sind relativ zügig umgekippt und jetzt sind die Zentauren für uns natürlich überhaupt kein Problem. Die kippen jetzt relativ zügig um. Ja, und wir sehen, wir haben einen Held verloren, ein paar Ressourcen und wieder mal das komplette Line-up vernichtet. So, was haben wir denn hier noch so? Oh ja, hier haben wir mal einen, wo ich ein Schild gekriegt habe. Den gucken wir uns auch gleich an. So ja, der droppt wieder hier oben auf der Lane. Wir sehen, wir haben den Tank, den Donnergott und den Druide. Eine andere Variante im Gegensatz von, wo der mit Donnergott und SM gespielt hat, hat er eben hier den Tank bevorzugt eingesetzt. Wir sehen hier natürlich die Türme attackieren durch die Grünhelden in der Garnison mit der erhöhten Reichweite natürlich auch hier außen. Der Druide hält da gut gegen. Der Tank kriegt ja den Großteil der Pfeile ab. Passiert also nicht viel, obwohl wir auch sehen, wie das Leben vom Ablanticor ordentlich runtergeht. Das kann man wieder eine Heilung. Warten wir mal ab. Wir sehen hier, der Donnergott prockt wieder durch Zufall fast ausschließlich in der Mitte. Die Türme sind angekratzt, zwei Helden sind schon umgekippt. Und jetzt warten wir mal ab, was passiert, wenn er die Lane nur runter hat. Da kam der nächste Proc, ne? Wir sehen, der Turm ist fast weg. Die Helden sind sehr angeschlagen. Schauen wir mal, wie weit es hier geht. So, jetzt fangen die an zur Mitte zu laufen. Ist natürlich ideal. In der Zeit schießen all unsere Türme bereits, ohne dass die Helden irgendwas machen. So, der Druide ist umgekippt, bevor er im Schild war. War fast perfekt platziert, aber eben ein bisschen zu spät. Wir sehen, die sind im Schild. Wir haben jetzt einen Großteil der aller Helden verloren. Der Druide lebt noch. Und drei Türme. Und der Tank, ne? Da sehen wir mal, wie stark auch der Paladin ist. Paladin gegen Atlantikor. Wir haben die drei Türme, den Paladin, der getankt hat. So, jetzt haben die Türme die Helden erledigt. Jetzt schickt er noch die Greifen ins Rennen. Dann sind wir mal gespannt. Die Greifen werden uns den Turm downhauen, werden aber dabei ordentlich dezimiert, ne? Jeder Schuss von dem Turm ist ein toter Greif. Und ja, da sind noch zwei, zack, eins. Ja, ein Held hat überlebt, zwei Türme, komplette Raid wieder mal am Kern gescheitert. Ja, einen Kampf werden wir uns nur angucken. Den hier, auch 46%, fast ein Schild verpasst. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ja, da haben wir wieder zuerst den Drop vom Donnergott. Wieder mal die Taktik, die darauf abzielt, ne, den Proc so oft wie möglich abzubekommen. Da wir sehen, dass da die Greifen gerade erst angefangen wurden zu produzieren und kaum da sind, kann er sich natürlich hier frei austoben. Warten wir mal ab, da wird sicherlich auch die Lane ablaufen. Irgendwann wird er in Reichweite der Türme kommen. Dann wird sicherlich der Druide eingesetzt werden. Bis dahin dauert es aber noch, da er sich erst da frei aushängen. Wir sehen ja natürlich die Procs, wie die einhauen. Trefft die Helden ordentlich, die Türme, ein Turm. Ach ne, das Goldlager ist weg, aber die Türme. Jetzt verlieren wir einen Turm. Ein Großteil der Helden ist schon zerstört, ohne dass überhaupt der Donnergott da in Gefahr gekommen ist. Warten wir mal ab, was passiert, wenn er dann endlich in Reichweite der Türme kommt. Ja, das ist natürlich der große Nachteil von der Base, wenn man hier eben geschickt vorgeht und mit AOE-Helden agiert, kann man hier viel, viel Schaden anrichten. So, jetzt sehen wir, sobald wir aber in Reichweite der Türme ist, jetzt muss er schon sein Spell benutzen, um gegen die drei Türme gegenzuheilen. Da wird er wohl schlechte Karten haben, das durchzuhalten. So, jetzt warten wir mal ab. Entweder setzt er jetzt den Schutzschild-Skill. Ne, der kommt nicht, dann kippt er um. Ja, ne, das wollte der Spieler natürlich vermeiden. Der hat erst das Spiel verlassen. Eigentlich wollte er das Spiel verlassen, bevor ihm der Sonnergott umkippt. Hat nicht geklappt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick verschaffen, worauf so beim Raiden zu achten ist. Was man so beachten muss bei der Verteidigung. Ich werde später nochmal ein Video machen, wo es darum geht, was man alles beim Angreifen vom Raiden beachten muss. Wenn euch das Video gefallen hat, ne, lasst mir einen Like da oder abonniert den Channel, würde ich mich darüber freuen. So viel von mir. Tschüss!